Stopp, denn ich hab genug gesehen, die Seele streikt. Schon vor Jahren machte sich langsam das dunkle Elend breit. Eine große Plage, die bei uns ihr Unwesen treibt. Geht zu weit, denn ich seh, wie in meinem Bezirk Tränen weint. Kreuzberg muss leider in den bösen Zeiten. Hallo, Franz. Höhe steigen, reiche Investoren, die hier Wohnung sanieren und von den Zugezogenen die fette Kohle kassieren. Es kommt nur darauf an, was die Menschen verdienen und die Einheimischen. Ja, hier habe ich meine ganzen Tracks produziert für das Casting. Und immer in dem gleichen Studio dahin. Genau. Darf ich euch vorstellen? Ja, der erste Track heißt Liebe Angela. Liebe Angela, ich stelle mich vor. Robert, 22 Jahre alt, so schenk mir dein Ohr. Bin gebürtiger Berliner mit musikalischer Leidenschaft. Schon 11 Jahre, dass ich Gedanken in meinen Zeilen pack. Ja, ich bin ein Kind der Naunin-Ritze. Das Jugendzentrum in Kreuzberg brachte mich schöne Augenblicke. Schon sehr früh hat für den jungen Herrn die Zeit begonnen. Mit 11 Jahren habe ich an Rap-Kursen teilgenommen. Jede Woche rappte ich, jetzt weit war verbissen, schrieb einen Song. Wie man es sehen kann, bin ich damit ziemlich weit gekommen. Warum ich dir erzähl von mein Leben und mein Glück, musst du abwarten, denn ich komme später drauf zurück. Hans, was sagst du dazu? Der Text ist auch von dir. Also alles, was du gehört hast, habe ich selber geschrieben. Ich habe nicht ganz verstanden, warum die Angela Merkel der Gesprächspartner war. Ich habe, soll ich sagen, sie als Person genommen und sie ist halt wie eine Metapher gewesen für den Senat, für die Politik, für das alles so. Und ja, sie war mein Sandsack gewesen. Den Naunin-Ritze, den ich ja vorher erwähnt habe, da ich mein das Jugendhaus, wo ich vieles erlebt habe. Auch sie wurde Opfer, doch für dich ist es kein Thema. Heute nicht mehr kommunal, denn du bist ja für Freiträger. Also es gibt einen eindeutigen Trend in den 12 Bezirken Jugendeinrichtungen an freie Träger abzugeben. Es gibt Bezirke, die haben komplett schon ihre Einrichtung abgegeben. Und warum? Das liegt daran, dass von den Personalkosten das eigene Personal etwas teurer ist als das Personal, das von freien Trägern gemacht werden, eingesetzt werden kann. Und diesen Kostenvorteil müssen viele Bezirke auch nutzen. Und dazwischen gibt es das Modell mit den freien Trägern, die sozusagen an der Leine des Jugendamtes, den früheren Betreibern, laufen und auch kontrolliert werden, was sie dort tun. Ohne Naunin wäre ich nicht der ich heute bin. Liebe Angela, hier paar Tipps, zieh sie dir jetzt rein. Bildung und Kultur sollten keine Frage des Geldes sein. Meine Erfahrung war halt, dass ich viele Arbeiter hier schon seit Kindesalter kenne und eine gewisse Beziehung aufgebaut habe. Und die leider weg mussten, weil deren Stellen leider nicht weiter finanziert werden, weil natürlich ein anderer freier Träger kommt. So, das ist ein ganz gewichtiger Einwand und der führt auch dazu, dass wir beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg also nicht komplett alle Jugendeinrichtungen an freie Träger abgegeben haben. Wir haben immer noch eine sehr große Zahl. Da ist der Bezirk selbst sozusagen derjenige, der die dort betreibt. Am Ende sind wir zwar da nicht mehr selbst diejenigen, die dann das dort betreiben. Mhm. Aber wir sichern wenigstens das Angebot. Okay. So, und die Alternative, vor die viele Bezirke stehen, dass sie dann noch nicht mal das Angebot halten können. Und das halte ich für eine wirkliche Dramatik. Also wenn dann wirklich Jugendeinrichtungen geschlossen werden sollte oder teilweise geschlossen und damit die Angebote an die Jugendliche zurückgehen. Mhm. Ich schlage vor, dass wir einfach mal rausgehen und ich zeige dir mein Kreuzberg und zeige dir meine Ecken, wo ich gewohnt habe. Liebe Angela, wir sind gerade am Bluten und ich spreche für die Kinder und Jugend. Mach's gut. Ein schmerzvolles Leid, hör zu und schweig, hör zu und schweig. Was ihr tut, ist der reinste Dreck. Warum nehmt ihr uns die Heimat weg? Wir alle sind es leid. Sich verziehen. Kreuzberg, schau dich an, du hast es nicht verdient. Wir alle sind es leid. Ja, wir alle sind es leid. Das ist mein Anti-Gentrifizierungssong. Sag mir, was ist mit den Familien, die hier schon seit 30 Jahren wohnen? Sie versuchen, über die Runden zu kommen. Doch am Ende packen sie ihre Umzugkartons raus aus dem Ort, den sie lieb hatten. Also Gentrifizierung hört sich auch halt sehr bösartig an und es ist am Ende auch so. Das ist ein absolut schlimmer Prozess, der viele Familien als Drama erreicht. Inwieweit kann man dagegen vorgehen, gegen diese Gentrifizierung? Eine ganz schwierige Geschichte. Es gibt auch keinen Königsweg. Mhm. Wir haben hier im Cottbuser Tor noch relativ viele Wohnungen. Die sind im sozialen Wohnungsbau errichtet. Mhm. Also bewusst für
Mieter und für Menschen, die geringes Einkommen haben, damit die eine bezahlbare Wohnung haben. Mhm. Die kann die Stadt steuern von der Miethöhe, hat das aber in den letzten Jahrzehnten nicht getan. Mhm. Und deshalb sind die Mieten teilweise in diesem sozialen Wohnungsbau höher als in einem ganz normalen privaten Wohnungsbau. Ja. Das ist die zentrale Forderung, dass im sozialen Wohnungsbau wieder Mieten eingeführt werden, die zurückgenommen werden, dass die für breite Teile der Bevölkerung wieder bezahlbar werden. Das hätte eine Schutzfunktion. Ja. Darf ich euch vorstellen, das ist die Gentrifizierung? So lautet die neue Geschäftsidee. Deswegen seh ich, wie es Kreuzberg so dreckig geht. Es wird schlimmer in Zukunft. Wie Bela sagt, Vater Staat ist ein Blinder der Zukunft. Hier gleich rechts. Ach, hier, hier rechts, diese Ecke. Ja, es war ein Neubau, genau. Hier, 57, im zweiten Stock. Da habe ich 10 Jahre lang gewohnt. Unsere Hausverwaltung war die GSW gewesen. Die Miete ist einfach zu teuer geworden und das waren vielleicht, was hatten wir, 58 Quadratmeter, ja, also noch unter 60. Und wir haben am Ende ist es bis 550 warm gegangen. Und ich habe mit meiner Oma gelebt, ja, wir haben zusammen gewohnt. Also um 10 Euro pro Quadratmeter warm. Ja. Ja, genau. Und das war einfach zu teuer, weil meine Oma kriegt halt Rente und ich war noch in der Schule. Und ja, wir konnten uns einfach nicht mehr finanzieren. Und dann ich hatte schon ein bisschen Existenzängste, weil wir wollten halt schon natürlich da bleiben, aber es ging halt nicht. Das verwundert mich jetzt überhaupt nicht mit der GSW. Die GSW war noch Ende der 90er eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Die waren eigentlich dann noch relativ stark an der Zügel des Landes Berlin mit der Verpflichtung, bezahlbaren Wohnraum anzubieten. Und dann kam die Entscheidung für die Privatisierung. Die sind richtig an eine amerikanische Heuschrecke verkauft worden. Und dann wenige Jahre danach sind die dann sogar an die Börse gebracht worden. Also schlimmer geht es ja eigentlich nicht mehr. Weil spätestens, wenn es ein börsennotiertes Unternehmen ist, entscheiden ja nur noch die Aktionäre mit Profit, Profit, Profit. Was ihr tut, ist der reinste Dreck. Warum nehmt ihr uns die Heimat weg? Wir alle sind es leid. Ja, wir alle sind es leid. Ich seh, wie Familien sich verziehen. Neben Pankow möchte ja auch Berlin, Friedrichshain, Kreuzberg. Also wir, ne, halt auch Ferienwohnungen verbieten. Ferienwohnungen ist ja schon seit unheimlich langer Zeit ein totales Ärgernis. Ja, weil man muss ja, die Grundsituation ist ja die, uns fehlen bezahlbaren Wohnraum. Ja. Und dann gibt es jetzt immer mehr Geschäftemacher, die schnappen sich die bezahlbaren Wohnraum und vermieten die als Ferienwohnung und kriegen so etwa das Sechsfache raus, wie bei der Normalvermietung. Ja. Und die fehlen dann natürlich im Mietwohnungsmarkt. Oh! Oh, wow! Schnell weg hier. Ort, den sie lieb hatten, wegen Mieterhöhung oder Zwangsräumung im Briefkasten. Ein Konflikt, der hier jeden verwirrt. Früher Gastarbeiterviertel, heute Szenebezirk, jeder empört. Genau, da hinten ist ja die Admiralstraße und da sollte eine Zwangsräumung vollzogen werden. Aber es wurde aufgehalten, auch mit deiner Hilfe, habe ich gehört. Und ja, was kannst du dazu sagen? Wir haben ja auch dann so eine Mietgesetzgebung, die ist ja sehr vermieterfreundlich. Okay. Und dann irgendwann mal plötzlich dann der Vermieter sich durchsetzen kann. Er hat ja auch meistens mehr Geld, um seine Anwälte zu bezahlen. Und dann der Räumungstitel ansteht. Okay. Und wir haben, glaube ich, schon da in den letzten Jahren in Berlin da eine große Steigerung. Und was sich da allerdings beginnt zu verändern, ist, dass die Mieter das nicht mehr hinnehmen. Das finde ich richtig gut. Ja. Und dazu hat sich, wie soll ich sagen, so eine Art kleine Gruppe gebildet. Bitte versteht, wie die da oben uns zu Opfer machen. Das Prinzip, hast du keine Kohle, musst du Koffer packen. Kreuzberg ist tief gekränkt, jetzt wird's viel zu eng. Hauptsache, wir werden alle aus unserem Kiez verdrängt. Ein Ort, wo Leute einfach zusammenkommen und dagegen vorgehen. Und zwar das Kotti und Co., was wir gleich besuchen werden. Sie versuchen über die Runden zu kommen, doch am Ende packen sie ihre Umzugkartons raus aus dem Ort, den sie lieb hatten. Franz, wir sind jetzt hier im Gedgy Kondo, auch als Kotti und Co. bekannt. Und hier haben wir unsere Tainer. Genau, erklär mal, was ist Gedgy Kondo, also Kotti und Co. für diejenigen, die halt das noch nicht kennen. Also am 26. Mai letzten Jahres wurde hier der Platz besetzt von den umliegenden Mieterinnen hier in den Häusern des Südblocks.
weil halt im sozialen Wohnungsbau unaufhörlich die Mieten steigen und eigentlich der soziale Wohnungsbau für die Menschen, für die es eigentlich gedacht ist, nicht mehr bewohnbar ist. Das Motto ist eigentlich, wir gehen hier erst wieder weg, wenn die Mieten sinken. Wenn ein Mieter in so eine Notlage kommt, dass es mit seiner Miete irgendwo nicht mehr klappt oder es Konflikte gegeben hat, dann müssen eben Lösungen gefunden werden. Aber so eine Lösung, dass der Mieter dann in der Wohnung verbleiben kann. Das muss wieder in die Köpfe der Eigentümer und der Vermieter kommen, dass sie nicht schalten und walten können, nur weil vielleicht nach dem Buchstabengesetz sie Recht haben. Und vor allem muss in die Köpfe der Betroffenen kommen, dass sie keine Einzelfälle sind, dass es irgendwie nichts ist, wo man sich irgendwie für schämen muss. Also sie haben nicht geloost und ihre Familie in Gefahr gebracht. Also pass auf, hast du keine Kohle, bist du ein Verlierer. Denn hier soll es keinen Platz geben für Kleinverdiener. Doch Mann, ich bin es satt, weil ihr eure Gewinne macht. Sollen wir nur zu den Randbezirken raus aus der Innenstadt? Wie würdest du Kreuzberg in 10 Jahren sehen? Ich würde mir wünschen, dass dann Kreuzberg genauso aussieht, wie es jetzt noch aussieht. Wir haben etwas zu verteidigen, nämlich die große Vielfalt von Menschen, die hier leben. Damit meine ich jetzt nicht nur von der Herkunft oder Kultur, sondern arm und reich, mit hohem Bildungsabschluss, mit niedrigem Bildungsabschluss. Und das macht die Stärke auch aus, hier von Kreuzberg. Mhm. So, und das müssen wir verteidigen. Wir müssen nicht irgendwo hinkommen in 10 Jahren, um irgendeine Vielfalt zu erreichen oder sonst etwas, sondern wir müssen die, die wir jetzt haben, verteidigen. Ich kann wirklich nur alle Menschen auffordern, die sich nicht trauen, die noch depressiv in der Ecke sitzen, irgendwie kommt hierher, unterstützt uns oder unterstützt andere Innis oder baut selber woanders noch Gadget-Kondos. Also zumindest hier im Bezirk würde ja sowas auch nicht geräumt werden, weil alles, was irgendwie ein politisches, richtiges Anliegen hat, das wird ja auch von unserem einzigartigen Bürgermeister unterstützt. Genau wie das Flüchtlingscamp am Oranienplatz. Und ja, wir müssen einfach Zehntausende und mehr auf die Straße kriegen. Anders geht's nicht. Ne? Es betrifft wirklich alle. Also ich kann mich da einfach nur anschließen, so wie es jetzt ist. Und dass man halt die Leute davor schützt, von dieser Ungerechtigkeit, dass sie einfach irgendwo anders hingehen müssen. Und ich möchte auf jeden Fall, dass in 10 Jahren die andere Generation es sich immer noch leisten kann, hier zu bleiben. Ich möchte gern, dass du dann wieder in Kreuzberg wohnst. Ja. Ich sehe, wie Familien sich schwer ziehen. Kreuzberg, schau dich an, du hast es nicht verdient. Wir alle sind es leid, ja.